Hallo zusammen, da sind wir wieder in Demon's Souls hier im Nexus. Im letzten Video haben wir noch kurz mit dem Turmwächter diskutiert, ob er unbedingt so ein großes Schild braucht oder nicht. Und jetzt haben wir hier ein bisschen gelevelt. Jetzt sind wir Stufe, was sind wir dann? Typ A sind wir, ja, 21. Ich brauche jetzt schon 3122 Seelen. Ne? Prima, oder? Was mache ich eigentlich? Warte mal, ich gehe mal da her. Ich habe da jetzt. Da habe ich noch einer. Gut, den brauche ich jetzt einen Moment. Was ist, wirkt Gift entgegen? Ist das? Ah. Das brauche ich nicht. Seelenreste, Terpentin haben wir noch. Wurfmesser haben wir 16. Das Teleskop habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Ah, du hast noch nicht eingesetzt, richtig. Seele eines angesehenen Kriegers. Du, was machen wir mit denen? Was ist denn das für eine? Diese bleierne Seele des Dämons Phalanx. Ich nehme mal, wenn wir es blocken, gibt es Rune, also Seele. Du ist die eiserne Dämonenseele vom Turmritter. Aber gibt es da nicht eine Waffe davor? Also ich habe da jetzt keiner gefunden, der mir da eine Waffe draus machen wird. Der tut sowieso nicht, der Schwätzer da hinten. Aber der da sitzt da, wie ist der Käse? Umbelgrumbel oder was? Da sitzt jetzt auf einmal da. Vor der Plage war Boletaria ein großes Königreich. Der König, seine Ritter und Untertanen waren bescheiden und schlicht, doch auch beständig und mitfühlend. Ich habe viel Zeit in den kultivierten Ländern des Südens verbracht. Doch keinem Land gehört mein Herz so wie Boletaria. Doch was ist aus uns geworden? Ich will nicht glauben, dass dies Vaters Wunsch für unser Land war. Hier in Boletaria gibt es die Legende von den zwei Schwertern und dem einsamen Helden. Die zwei Schwerter sind Dämonenbrand und Seelenbrand. Ein Schwert besiegt, was die Menschen besudelt. Das andere die Menschen selbst. Der einsame Held ist der alte König Doran. König Doran ist der Ewige, der Gründer von Boletaria und Beschützer der zwei Schwerter. Natürlich nur der Legende nach. Doch in dieser düsteren Zeit bleiben uns nichts als Legenden. König Alant führte Boletaria mit einer Tafelrunde mutiger Ritter. Die edlen Zwillingsfänge Velafex und Bior, Alfred der Turmritter, Metas der Durchdringer, sowie der Stammesritter Langbogen Ulan und seine mächtigen Legionen. Doch heute ist Boletaria ein schreckliches Chaos. Velafex verschwand und Bior schlüpfte durch den Riss, für immer verschollen. Alle anderen wurden wie Boletaria entweder vom Nebel verschlungen oder Opfer der Dämonen. Die Ritter Boletarias sind fort. Doch vielleicht ist es Zeit für den Aufstieg neuer Helden. So wie ihr es seid. Doch vielleicht ist es Zeit. Okay. Wir wissen nicht, wie der ist. Aber es wäre jetzt momentan wurscht. Also, was? Keine Ahnung, was wir jetzt. Reberkönig. Warte mal, da könnten wir jetzt auch hier reisen, ne? Schmiedeareal. Ach so, Schmiedeareal. Ja, aber ich hab doch da noch nicht alles. Vor Burg war mal, ne? Da war Alfred der Turmritter. Im Moment sind die jetzt alle wieder da. Die Bogenschütze, die Ambosschütze. Apropos Schütze. Warte mal, das kommt raus. Ich habe keine Pfeile, kann das sein? Den Bogen neu. Ich habe keine Pfeile. Ah doch! Schwerer Pfeil. Schwerer Pfeil. Wie schwer ist denn der? 1,2, okay. Ah, okay, das ist
Und wie zu mich? So. Ah, mit dem Steuerkreuz. Okay, das lasse ich mal fallen. Er ist ja nicht groß, aber ist auch nicht schwer, der Bogen. Nicht deswegen mehr. Okay, dann würde ich sagen, keine Ahnung, kann man den Drache eigentlich besiegen? Der musste und nun, du hättest denn vorher, ah ja, komm, will ich mich verarschen? Ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Ein Erzdämon? Ah, okay, also da heißt, wir kommen doch gar nicht weiter. Okay, dann müssten wir vom... Dann sind es... Ja gut. Das ist der habgierige König. Nochmal zurück in den nächsten Schuss, dann nehme ich mal gleich ein paar Pfeile mit. Beim Pfeile bei der Habe, oder? Der Brutus. Pfeile her, Allah. Komm. Ist ganz simpel. Zum Tausch mit euren Seelen. Nee, ich will Pfeile. Warte mal, 1, 2, 3, Pfeil. Ganz normaler Pfeil. Wie viel kriege ich da? 20, dann nehme ich alles. Nehme ich alles, was ich kriegen kann. 30. Okay. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Tausche mal gleich aus. Die 6er tun wir raus und die 30 tun wir da neu. Und dort tun wir die 17 neu. Prima. Also, okay, also wie gesagt, das mit dem Stadtgebiet, mit dem Ende Zeil, da wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme, das mache ich vielleicht auch nochmal offscreen. Das habe ich schon dreimal gesagt. Ja, ich habe. Was war noch dort? Die Drache halt. Sollen wir mal zu der Drache hier? Weil da liegt ja ein Haufen Loot rum. Da müsste man aber dann hinlaufen. Naja, wenn du nicht fliegen kannst, geht's nicht anders. Ja. Pfad des Herrschers, oder? Welchen Weg nehmen wir denn jetzt? Warte mal, wie war denn das jetzt wieder? Welche Abkürzungen waren da die gescheiter? Ich glaube links, gell? Ja. Das habe ich gewusst, bis die das Zeug euch sammelt, oder? Wir gehen da, hä? Und schon kommt der nächste. Von der Penner, ja. Mal gucken, ob der vielleicht, wenn ich ein bisschen Terpentin dabei habe. Kommt doch doch nicht einfach runter. Ich kapier das nicht. Ja. Ist doch hier, wenn du runter gehst. Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Manchmal kann man da über die Mauer springen. Ja, aber doch nicht, glaube ich nicht. Siehst du, ist eine Tür dahinter. Da muss... Ja, da mal einen Moment. Ich probiere jetzt nochmal. Sind die alle jetzt? Jetzt nochmal an der Tür zu rütteln da. Hey, das kann nicht sein. Von der Seite geht ihm. Ich weiß ja nicht mal, ob die überhaupt aufgeht.
Das ist hundertprozentig die Tür, wo die da alle in den Schacht springen. Ne, der oben drüber ist der Schacht. Und ansonsten sehe ich da nichts, was auf der Rückseite ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass da nochmal eine Tür ist. Aber da ist halt jede Menge Loot. Und ein roter Ritter steht da. Jetzt könntest du ein Fernglas nehmen. Ja, da hast du eigentlich gar nicht mehr so unrecht. Du hast eh einen Platz frei, weil... Aha, da habe ich sie bestickt. Ich drehe mir jetzt trotzdem erst mal ein Glas oder das Messing-Teleskop. Gucken wir mal da nur nach. Oh, leck mich am Arsch. Hallo, wieso geht denn das jetzt, ne? Ach, ich habe die falsche Taste gedreht. Oh je. Ne, was ist denn das überhaupt? Das ist kein Ritter. Ist das ein Kristall oder was? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich wüsste gern, Alter, von der Unternet, das ist mir klar, ne? Weil das ja tiefe Schluchten sind. Da kommen wir nicht näher. Was willst du mit dem Bogen jetzt? Viel brauchst du auch nicht. Endlich der Wetter nun. Endlich. Aber. Warte mal. Nee, das ist. Wird das. Herr Schlumpf jetzt? Wird das jetzt was mit dem zu tun, dass man. Dass dort der. Diese Wirmscher sind, wenn die nicht da wären, wer könnte man runter? Was, das sind Glühwürmscher? Ja, ich weiß, dass es Glühwürmscher sind, aber. Wenn ich da neu springe, ist Feierabend, Freunde. Das habe ich schon probiert. Und da gibt's. Gibt's einen Unnenweg hoch? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ach nee, lauter so Sache, ja. Das nervt. Das zehrt an den Nerven. Jetzt gehen wir da halt nochmal hoch. Ach so, halt. Die habe ich ganz vergessen. Oh je. Bin ich da eigentlich richtig? Bin mir nämlich sicher. Wenn ich falsch bin, dann schneide ich es einfach raus. Ja, du Stück Scheiße. Da kennt man, oh zwei Stück, da kennt man die Scherbe farmen, ja? Was denn da? Deine Dinger da, bei deine komische. Aha! Warte mal, trink was. Ach du, da kommst du nicht mehr. Ach, das ist so der Captain von dem Ding da. Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Ach, ich habe die Kleine gar nicht durch. Freunde, ich muss da hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da richtig bin. Ja. Ja gut, du bist nicht ganz falsch. Du kannst ja so. Wow! Ach du Scheiße, den habe ich schon wieder vergessen. Du bist nicht ganz falsch. Es ist vielleicht ein kürzerer Weg. Du steht, die hast du alle jetzt. Stehen da mit dem Rücken zu dir, ne? Da hast du das Tor geöffnet. Ja, gut. Ne? Die. Hä? Hä? Ja.
Warum nur das hinein? Das war Bogenschütze, Freunde. Er schuf mit einem Schwert, du kannst das nicht richtig. Achtung, Feuerbombe. Schade, dass die kennen eigene Schade. Friendly Fire heißt das, glaube ich, in der Fachsprache. Sie sind Mund groß. Ja. Oder kannst du runter irgendwo? Und was bringt dann das? Was bringt dann das, wenn du jetzt runter kannst? So irgendwo übers Geländer jumpst. Auf den Balkon vielleicht. Was das ja immer ist. Warst du schon? Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das noch war. Aber das geht nicht. Jetzt kann er jetzt nicht so, dass dann nur Otto, übers Dach vielleicht. Naja, das geht auch nicht. Da vielleicht. Nee, das ist viel zu hoch für dich. Wollen wir da stehen, aber noch zwei, denk dran. Nehmen wir noch ein Gras. Jetzt haben wir, was man nicht kennt, einen Feuerring haben wir nicht. Tatsächlich noch ein bisschen geblockt, ja. Wenn wir jetzt einen Feuerring hätten, dann könnte man Feuerabwehr neu machen. Ich glaube nicht, dass die friedlich sind, oder? Kann man nicht vorstellen, Mann. Warte mal, was hat denn unser Schild noch? Ach, mit dem Bogen vielleicht? Ab 30 Pfeile, willst du mich verhetteln? Aha. Mini-Boss ist das. Neben drauf. Durch 30 Pfeile, ja. Treffer, 4 Schaden. Was sollte das Schild Feuerabwehr? Da. Ah. Habe ich ihn jetzt wieder geschafft. Das warte mal, was sollte das Feuerabwehr? 0. Das ist aber auch schwerer, ne? Bleib dort dabei. Ich keule weg. Keule weg. Geh mal da runter. Es sieht so aus, wie wenn er da was dagegen hat. Guck mal, was ist denn das? Ich weiß es doch nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Oh, ich hab die falsche Taste. Keilsteinscherbe. Vollmondgras. Okay, was habe ich denn jetzt genommen? Achso. Noch eins kommt. Was? Wir gucken erst mal. Warte mal, der wehrt sich nicht. Screenshot? Nee. Dich in den Nexus zurück. Was machen wir dort? Da können wir auch so hier, oder? Ach so, wir könnten jetzt von hier aus in den Nexus reisen. Und verlieren nichts dabei. Anders da wie mit dem. Das ist also ein Heimatknochen, oder? Und der liegt jetzt so einfach so rum. Ah, das ist doch tappisch, oder?
Aber wenn du stirbst jetzt, dann... Boah, ihr Freunde, das überleben wir nicht. Da müssen wir später nochmal her. Irgendwann machst du da mal eine Notiz. Um dann zu sagen, dass dann einfach nochmal daher gehst. Ja, und was machen wir jetzt? Wir probieren mal das mit dem... Wir haben ja jetzt den Schwachsinn, was du machst. Stimmt auch wieder, ja. Dann haben wir aber, okay, nee, das bringt nichts. 4 Schaden. Könnten auch zurücklaufen, ne? So, jetzt holen wir uns doch noch ein paar Teile. Ganz simpel. Zum Tausch mit euren Seelen. Ausrüstung reparieren. Und Gegenstand kaufen. Teile. Halt. Das war jetzt Tappisch. 20. Ich hab noch. 16, 36. Bleib bloß am Leben. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, das auch nochmal. Ich gucke nochmal, vielleicht google ich einmal. Dann steht es da Schmiedeareal. Können wir hier reisen. Der nächste große Keilstein auf dem Weg ins Glück. Steinfangkatakombe. Aha. Oha. Oje. So, das ist ein Schmied, das ist kein Schmied. Doch, da hat er Feuer. Das ist doch kein Schmiedefeuer, das ist der Koch da vielleicht gerade. Das ist ein Hühnchen oder was? Da vorne, was liegt denn da rum? Was ist denn das? Große Hartsteinscherbe, Hartsteinscherbe. Ah, das wollte ich ja noch fragen. Ah, das war so eine Lizard. Wie heißt es auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Oder? Wer ist denn das? Das ist kein Schmied, da hat er gar keinen Hammer. Aber ich hör was. Ich hör was Gehämmers. Irgendwo muss einer sein. Ich rede wohl noch mit dem. Hallo. Nicht lachen, sonst gibt's dir die Fresse. Seelen. Nicht, gell? Seelen. Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Unsere kleine Stadt? Ein netter kleiner Ort. Die anderen mit den Eidechsenaugen sind mit ihren Steinen beschäftigt und kümmern sich nicht um einen alten Mann wie mich. Das macht das Leben ziemlich leicht für mich. Ich komme mit allem davon. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Danke, dass ihr euch um mich sorgt. Oh. Habt ihr von glänzenden Eidechsen gehört? Nicht leicht zu fangen, aber sie haben ein paar prächtige Steine. Und ich weiß, wo eines ihrer Nester ist. Oh, verzeiht, das kann ich nicht verraten. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Na, der ist jetzt auch wieder ein bisschen teurer. Der will hat. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob der... Ich habe ihn noch nicht gehabt. Ob man den einmal nur nutzen kann oder mehrmals. Aber ich vermute fast nur einmal, weil schon hätten ja nicht jeder, oder? Oh, der hat Hartsteinscherbe. Scharfsteinscherbe. Die brauche ich jetzt nicht. Spitzhacke. Elixier. Und das war Hartsteinscherbe, aber der. Bräuchte mal 500 spielen? Zähle. Was ist das jetzt? Will er spielen oder spielst du auf Lager? Oh, hallo. Achso. Ihr wollt spielen? Wir gucken uns doch mal kurz um. Aha,
Seele eines unbekannten Helden. Also von, aus meiner Sicht geht's ja nicht weiter. Ja, wo geht's denn dann weiter? Da vielleicht. Da ist er leider. Wo? Irgendwo muss es doch da weitergehen, oder? Ne? Nachricht steht da. Der nächste Feind ist gegen Zauber anfällig. Ja, was für Zauber? Ich meine es mit Filter. Aber wenn die dich treffen, bist du fertig. Die Tür aufgegangen dahin, oder? Ne, das ist ein Fahrstuhl, kann das sein? Ach du Scheiße. So eine Art Paternoster. Könnt man hoch zu Tenne jetzt. Arschloch, du Blume. Ich mach dich fertig, Freunde. Ach, Scheiße, ja, da hättest du halt was getrunken, du hohle Nuss. Ach, jetzt fange ich wieder von vorne an. Ach, Gott, ne, wieder als Geist durch die Gegend latschen. Arschloch, das Blöde. Okay, Freunde, ich hab keine Lust mehr. Ich mach einen Cut, okay? Okay. Dann macht's so, bis denn.